Liebe Gäste und Freunde, liebe Sänger und Musikanten, passt also. Ein herzliches Grüß Gott euch alle miteinander. Am 5. Januar 2020 haben wir unser erstes Weihnachts- und Dreikönigssingle gemacht. Und dann ist gar nichts mehr gegangen. Dann war Corona. Aber jetzt hoffen wir, dass solche Sachen nicht mehr kommen. Und wir machen jetzt unser zweites Weihnachts- und Dreikönigssingle. Heuer haben wir ein paar Herzenswünsche erfüllt. Vor 20, 30 Jahren, wo ich angefangen habe mit solchen Veranstaltungen, war ich mal in München in der großen Kirche und habe wunderbare Bläser gehört. Und die sind jetzt da hinten. Da habe ich mir damals schon gedacht, ja, wenn die einmal bei mir spielen würden. Und jetzt habe ich einfach einmal einen Robert angerufen und sie kommen. Herzlichen Dank. Die Goldwurzenbläser, die sind aus Golling. Und haben normal, glaube ich, zwei Stunden zum Fahren, aber weil es da drin schon schneit, sind sie heute in den Zug gekommen. Aber wir werden uns jetzt das Klatschen sparen. Sonst, meine Frau hat gesagt, ich würde kurz fassen und das schaffe ich aber nicht. Ich brauche es dann so lange und wenn es hier zwischen euren klatscht. Ihr könnt es dann danach gern zum Schluss, wenn es euch gefallen hat, klatschen. Und heuer haben wir richtig Probleme gehabt, leider mit schweren Krankheiten. Stummmusik hat man abgesagt. Und dann habe ich aber auch einen Ritter, Rudi, habe ich mir noch nie angerufen, vertrauen. Habe ich gesagt, du kannst ja uns da aushelfen. Und sofort hat er einen zusammengebracht, Zwölstner Erntedank-Assempel. Auch herzlichsten Dank, dass ihr kommt. Hochberghauser. Normalerweise ist es ein Klarinettenquartett. Jetzt sind es drei und so eine Verstärkung, weil es auch krankheitsmäßig geschwächt sind. Dankeschön, dass ihr mitmacht bei mir. Und eigentlich steht auf dem Programm Albersbacher Dreigesang. Vor drei Tagen oder haben sie uns angerufen, eine Frau liegt mit 40 Grad Fieber und Schüttelfrost im Bett. Und ich rufe wen an. Über Musikantenfreundin und da muss ich auch herzlichen Dank sagen. Der Chiemsee Winkel Dreigesang hat sofort gesagt, sie springen ein. Einen herzlichen Dank. Einen herzlichen Dank an unseren Pfarrer, der uns aber in die Kirche reinlässt und auch so schön spricht. Alle möchte danken, dass ihr gekommen seid, dass ihr bei dem Sau wieder rausgegangen seid. Einen herzlichen Dank an die Veranstaltung aufnehmen, die was vielleicht sogar filmen, wenn es klappt. Und wenn wir das irgendwie so genehmigt kriegen, vielleicht kann man es sogar mal ins Internet stellen. Wie ihr wisst, wir verlangen keinen Eintritt nicht, sondern wir sammeln dabei. Wir haben natürlich heute Gruppen von weit her, die haben sich ja auf Wahnsinnsstetigung verdient und auch natürlich, weil die Benzinpreise ja Benzingeld. Und ihr dürft gerne großzügig sein, der Rest, was überbleibt, was ihr spendet, geht an die 1000 plus. Ich glaube, so heißt es, da geht es darum, wenn schwangere, junge Mütter nicht wissen können, schaffen sie das, ein Kind auf die Welt zu bringen. Und die unterstützen die, dass sie sagen, ja, wir wollen das Kind und werden es auch weiter unterstützen, wenn sie das Kind auf die Welt bringen. Gerade hat der Handy gepiepst, also sage ich bitte schön Handy aus und einen Applaus bitte schön zum Schluss. Und am Ende von der Veranstaltung darf ich euch herzlich einladen, dass mit uns miteinander ein Andachtsjodler singt. Und jetzt genießt einfach die Stunde und wünsche euch viel Spaß. Thank you.
so Hausel, o mein Lieblein, steht's nur geschwind auf und schlaf, dass so liegt ins auf der Gassen, was muss denn bedeuten das? Steht's nur geschwind auf, steht's nur geschwind auf, zu Bethlehem drin, sind die Leute schon auf, spüren sie auf, und der Stern so hell brennt. Mein Vaters Bruder, der alte Kaspar hat ein Buch ausstudiert, das zu Bethlehem in der neunten Stall der Messias geboren wird. Und die Jungfrau heißt Maria, hat heut Nacht das Kind geboren. Und das Wunder hieß uns Hirten von den Engel verkündet worden. Wo immer Schleine gehen, wo immer so schauen, des Kinderlis gnor. Jetzt muss ja nicht der Schrecken, Bäumert steut ihr auf Dorn. Und na lingmer unsere Gaben, alle hieg und statt auf Stroh, ist des Kind und unser Erlöser macht uns einsam von Herzen froh. Von Herzen froh. Sind's die Hirten. Die haben's glauben können, warum nur? Vielleicht einfach deswegen, weil sie ganz nah am Leben dran waren und weil sie so einfach gewesen sind, dass sie hoffen haben können. Ja, mehr als hoffen, dass sie sich sehnen haben können danach, dass der Herrgott kommt, dass er da ist, im Leben bei ihnen. Die Hirten, ein Vorbild für uns, dass wir einfach werden, dass wir der Sehnsucht Raum geben, dass gut wird, dass wir gut werden, dass die Welt gut wird. Der Sehnsucht Raum geben, dass der Herrgott von oben herab kommt zu uns, dass er uns hilft, heute im neuen Jahr und immer da. Die Sehnsucht und die Hoffnung von den Hirten. Thank you.
Das neue Jahr hat begonnen, noch nicht lang ist her, Weihnachten eine Woche vorher, wo wir feiern, dass der Herrgott in die Welt eingetreten ist, in die Zeit, in unsere Zeit. Und so ist alle Zeit in seiner Hand,
Wir bemessen sie nach ihm, Anno Domini, im Jahre des Herrn, 2024 nach seiner Geburt. Alles ist in seiner Hand. Alles dürfen wir ihm anvertrauen. Das, was war, das, was ist, was kommen wird, das wissen wir nicht. Aber eins ist gewiss, der Herrgott ist dabei. Geht mit frohem Mut.
Wie findet man nachher hin zum Kind? Weil wenn der Schnee liegt und der Wind weht und man traut sich nicht, man fürcht sich, so schaut das Leben manchmal aus. Findet man hin zum Herrgott? Der Weg scheint weit, man weiß nicht recht, wo er lang geht. Und dann spüren wir an Weihnachten besonders, der Herrgott, der ist schon da. Er geht schon mit uns. Ganz einfach. Und plötzlich zeigt er sein Licht. Auch in der Dunkelheit, wenn wir einen Weg nicht finden, er ist schon da, der Herrgott. Und wir dürfen ihm alles bringen, was wir haben. Kindl, du glanzgroßer Gott,
Still und starr werden wir in der Weihnacht. Ganz still und starr, wenn man auf das Kind schaut, das nicht aufwacht, das Gott schlaft. So ein Kind, was für einen Frieden hat es. Was für einen Frieden gibt so ein Kind. Und dann hat der Herrgott selber, der König des Friedens, ein Kind werden wollen. Ein Kind werden wollen, das uns einen Frieden gibt. Er, der uns beschützt, will, dass wir seinen Frieden beschützen, dass wir ihm ein Obdach geben. Damals im Stall, in der Krippe, heute, wie schön wäre es, wenn wir ihm sagen könnten, Herrgott, bei mir, wenn es ist in meinem Herzen, darfst du einen Frieden haben, sei willkommen.
Und so mancher sehnt sich danach, auch ganz von woanders her, der noch nie nichts gehört hat vom Herrgott. Aus der Ferne sind sie gekommen, die, die so weise waren, dass sie hoffen konnten, die Weisen aus dem Morgenland. Still, O Himmel, still, O Erde, Jesus schließt die Augen zu. Still, lass mich zerstöret werde, dessen angenehme Ruh. Schlafe süß und jetzt deine Ruhe genieß. Schlafe Jesus, schlafe süß und jetzt deine Ruhe genieß. Denke nicht an Kreuz und Leiden, nicht an jene Bitterkeit, die dein Herz wird einst durchschneiden.
es ist noch nicht an der Zeit. Schlafe ich, so schlafe süß, und jetzt deine Ruhe ist. Schlafe ich, so schlafe süß, und jetzt seine Ruhe ist. Da ich dich hier sehe liegen auf dem Stroh und harten Bett, mache du mein Herz zur Wiege, welches dir schon offen steht. Schlafe ich, so schlafe süß, deine Ruhe ist. Schlafe ich, so schlafe süß, und jetzt deine Ruhe ist.
die Weisen aus dem Morgenland. Aus der Ferne sind sie gekommen und haben ihn gesucht, den, den sie gar nicht kannten, den, auf den sie gehofft haben. Und als sie ihn gefunden haben, waren sie so froh, wie es nimmer hat weggehen können, die Freude, ihr Leben lang wohl. Durch dick und dünn und auf und ab hat diese Freude immer wieder durchgeleuchtet. Und sie haben ihm alles gegeben, was sie hatten. Alles. Das Gold, den König, das Gold, das, was ihr Vermögen war, was sie konnten, was sie gehabt haben, was sie vermocht haben, alles haben sie ihm anvertraut. Nichts mehr ohne ihn wollten sie an Gold haben. Der Weihrauch, der Aufstieg steigt wie Gebet, ihre Liebe zum Herrgott, die wollten sie ihm zeigen, wollten sie ihm sagen, von nun an immer da, ihr Gebet, ihre Liebe, der Weihrauch. Und die Myrrhe, das, was Heilung braucht, was Balsam braucht, was Vergebung braucht, wo das Herz manchmal schwer ist, gerade wenn man sieht, wie es auch schwer sein kann in der Welt, für einen selber, für andere Menschen, auch in der Ferne. Alles, was bitter ist, das wollen sie auch dem Herrgott anvertrauen, weil er doch der König ist, der König aller Herzen, der König, der alles gut macht, in diesem Jahr und immer da. Der Stern, der macht Nacht
der einen Tag so schön hält. Sie kennen kein Rast und sie kennen kein Ruhe, denn sie reisen auf Bethlehem zu. Da bleibt der Stern stehen und sie steigt schnell vom Pferd in einen Stall und fallen nieder auf Erd. Sie grüßen des Kinderl in Windeln und Stroh und die heiligen drei Kini sind froh. Schenke dem Kinderl ja so allerhand, Gold, Weihrauch und Myrrhe vom fernen Land. Da kostet der Mensch ja der Balthasar, wünschen euch jetzt ein recht gutes Jahr. Thank you.
die heiligen drei Könige, wie es wieder heimgehen haben wollen, haben sie einen weiten Umweg gemacht. Einen weiten Umweg durch die halbe Welt. Manche sagen, sogar in Kirchen sind sie vorbeikommen. Schauen wir mal. Und dann sind wir am Ende, fast am Ende unserer gemeinsamen Stunde hier. Wir alle möchten euch ganz herzlich danken fürs Dasein, fürs Mithoffen, fürs Mitgehen. Für wen macht man die Musik, wenn keiner zuhört? Es ist wirklich ein Geschenk, dass ihr so wie die Resonanzkörper für das seid, das wir euch umgeben wollen. Und jetzt laden wir euch ein, dass wir miteinander noch einen Andachtsjodler singen und beten. Und dann nehmen wir alle mit rein, wo wir wissen oder denken, die könnten den Frieden vom Herrgott jetzt besonders brauchen. Wenn ihr wollt, stehen wir dazu auf. Thank you.
Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. So segne und behüte euch und alle, die zu euch gehören, ja die ganze Welt. Der gute Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen.